Sicher, was schwebt Ihnen denn vor? Willkommen zurück, Herr Kollo. Schön, Sie zu sehen, Herr Kommandant. Unsere U-Boote haben die amerikanische Küste mit einem Paukenschlag wachgerüttelt. Aber diese Operation ist nun vorbei. Die Amis haben sich auf die moderne U-Boot-Taktik eingestellt und mehrere Gegenmaßnahmen ergriffen, sodass es für uns nicht mehr effizient genug ist, U-Boote an der fernen, seichten Küste Amerikas zu riskieren. Also konzentrieren wir uns wieder auf den Atlantik. Er ist das Hauptjagdgebiet des Wolfsrudels. Und wir haben so viele Wölfe, dass wir mehrere Rudel gleichzeitig einsetzen können. Leider ist es durch die verstärkt patrouillierenden Flugzeuge immer schwieriger geworden, über Wasser zu operieren, was unsere strategische Beweglichkeit einschränkt. Um ihnen zu entgehen, konzentrieren wir uns auf ein kleines Gebiet, das die Flugzeuge nicht erreichen können, das Luftloch. Das Oberkommando entsendet U-Boote an seine Grenzen, um ankommende und auslaufende Geleitzüge aufzuspüren. Geheime Funkmeldungen deuten darauf hin, dass englische Flugzeuge und U-Boote kooperieren. Wir haben mehrere Meldungen über die Sichtung englischer U-Boote in Gebieten, in denen auch regelmäßig Flugzeuge beobachtet werden. Sie wurden zum Wolfsrudel Stier abkommandiert. Sie werden das Wolfsrudel Blücher ablösen und in den finsteren Tiefen des Nordatlantiks operieren. Versenken Sie auf Ihrer Feindfahrt möglichst viel Schiffsraum, Herr Kommandant. Gute Jagd.
Ja, Herr Kaloyn. Sie werden Ihre Dame nicht mehr wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. Willkommen zurück, Herr Kaloyn. Nimm Kurs Laufen wieder auf die Dieselmaschine. Kurs 3, 5, 8. Maschinenstopp. Schiff in Sicht. Kurs 4, 9. Ja, bitte, Herr Kaloyn? Ja, habe ich. Admiral Dönitz hat für die Zukunft alle Versuche verboten, Überlebende zu retten. An diesem äußerst unerfreulichen Ereignis sind die Amerikaner schuld. Zurückgetreten, weil er sich mit Berlin überworfen hat. Dönitz ist jetzt unser Oberbefehlshaber. Ja, und wer hatte es? Hackel. Ich weiß, dass er sich an mir rächen wollte, weil ich ihm die Geigensaiten durchgeknipst hatte. Aber sein Plan ging nach hinten los. Er hat der Mannschaft ein paar meiner Gedichte vorgelesen. Die Männer haben aber nicht gelacht, sondern applaudiert. Möchten Sie mal den Eintopf kochen? Ich will nur das vollenden, was meinem Vater verwehrt wurde, damit er stolz auf mich sein kann. Eskorte in Sicht. Kurs 7, 6.
Kurs 2, 9. Neuer Kurs 1, 8, 4 Grad. Schiff in Sicht, Kurs 3. Neuer Kurs 2, 0, 0 Grad. Neuer Kurs 1, 8, 2 Grad. Schiff in Sicht, Kurs 3, 1. Schiff in Sicht, Kurs 3, 5, 9. Neuer Kurs 1, 8, 0 Grad. Neuer Kurs 2, 1, 7 Grad. Neuer Kurs 2, 2, 6 Grad. Neuer Kurs 2, 3, 1 Grad. Neuer Kurs 1, 5, 4 Grad. Schiff in Sicht, Kurs 2, 0. Neuer Kurs 1, 5, 2 Grad. Neuer Kurs 1, 4, 9 Grad. Neuer Kurs 1, 6, 9 Grad. Eskorte in Sicht, Kurs 3, 0, 8. Neuer Kurs 1, 6, 9 Grad. Schiff in Sicht, Kurs 1, 9, 3. Langsame Fahrt voraus. Ja, bitte. Ja, bitte. Jawohl, Herr Kalon. Ja, bitte? Fahrt beträgt 7 Knoten. Ich mache mir große Sorgen um Josef. Er ist nicht mehr derselbe wie früher. Lübeck hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Ja, bitte? Jawohl, Herr Kalon. Erwarte Ihre Befehle, Herr Kalon. Fahrt beträgt 3 Knoten.
Fahrt beträgt 7 Knoten. Halbe Fahrt voraus. Magnetzünder ein. Schalte Aufschlagzünder ein. Erwarte Ihre Befehle, Herr Kaloy. Dann lege ich einfach eins meiner Lieblingslieder auf. Thank you.